Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge Automation Empire. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen zu optimieren. Ob mir das gelingen wird, weiß ich noch nicht wirklich. Aber ja, irgendwie weiß ich nicht. Müssen wir das schaffen. Dazu muss jetzt aber hier erstmal so ein bisschen was weg. Ups, nein, der sollte natürlich nicht weg. Das ist jetzt dumm gelaufen. Hin da wieder. So. Also am liebsten hätte ich es, wenn ich hier hinten gar nicht lang fahren muss. Sondern wirklich nur hier vorne, zack, zack, und das alles per, ja, wie soll ich das sagen, per Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht denn das aus? Hier einen dazwischen. Die sind genau, haben genau drei Abstand. Und wenn ich den so dazwischen packe, das passt auch nicht. Das heißt, wenn ich hier einen habe, habe ich da noch zwei. Und wenn ich dann den davor packe, den so hin, direkt, ah nee, Moment, die sind ja auch verschoben. Das passt ja alles nicht. Ja, okay, die brauchen auch nicht kompatibel miteinander sein hier. Weil im Endeffekt wird das nach unten befördert. Dann mache ich das jetzt mal anders. Ah, das war falsch, das war einer zu viel. Der weg. So. Das weg. Das wieder hin. Das weg. Und das auch wieder hin. So, dann wollen wir mal gucken, wie wir das hier hinkriegen. Das passt also auch nicht. Den dahin.
das dahin. So. Das funktioniert so nicht. Was? Das ist alles voll. Und das auch. Wie habe ich denn das jetzt hingekriegt? Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier los? Hier steht alles. Sämtliche Kisten stehen hier. Keine Maschine läuft. Also ich würde mal sagen, ich halte das Ganze für einen Bug. Denn auch hier passiert nichts. Sämtliche Förderbänder stehen. Die Maschinen laufen, aber die Fabriken arbeiten nicht. Hier ja, aber hier haben sie auch, glaube ich, eine eigene Stromversorgung. Jawohl. Aha, ist mir jetzt gerade der Strom ausgegangen hier. Dann bauen wir doch mal noch ein Kraftwerk hier hin. Also das scheint wirklich ein Bug zu sein. Gut, dann machen wir das mal anders.
Das dauert jetzt ein bisschen. Das Speichern und Laden. So. Und jetzt laden wir das neu. Und dann gucken wir mal, ob dieser Fehler dann da immer noch da ist. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber naja, man weiß es nicht. Ja, das. Aha. Seht ihr auch, was ich sehe? Ja, jetzt läuft's wieder. Okay. So. Oh, es läuft wieder alles komisch. Daran lag es offensichtlich nicht. Sondern das war tatsächlich irgendwie so ein Speicherbug. Okay. So, das sind drei. Das sind nur zwei. Also das funktioniert so schon mal nicht. Das heißt, der muss weg. Wie sieht denn das aus, wenn wir hier was Großes hinsetzen? Das sind drei. Und das sind auch nur zwei. Also das noch mal weg und das noch mal weg. Und dann versuchen wir das mit dem hier. So rum. Hier wären drei. Und hier auch. Das sieht auch schon mal gut aus. Den jetzt hier auch wegnehmen und da auch noch mal einen großen hinsetzen. So, wenn ich den so hinsetze. Und den so, dann passt da einer dazwischen, aber da nicht. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt den nur mit einem Abstand mache, passt auch nicht. Und wenn ich da noch mal einen großen nehme,
So. So. Und der würde ja auch passen. Dann machen wir das doch so. So, wenn wir jetzt beigehen. Und das verbinden. Ah, ich habe einen Fehler gemacht, der nicht gut war. So, du füllst da jetzt erstmal nichts rein und du füllst da auch nichts rein und du auch nicht. So, jetzt nimmst du bitte mal hier auf, was hier noch ist. Jawohl. So. Gut.
ist er falsch. So. Dann nehmen wir mal einen großen. So, auch ein weiter rüber. So, das müsste eigentlich passen. Jetzt schließe ich den noch nicht an. Ich gucke nur, ob er reinpasst. Ja, hier kann ich anschließen. Ah, hier passt es nicht. Ah, habe ich mich vertan. Okay. So, da kommt jetzt der dran. Und so könnte es wieder passen. Jawohl. Darüber. So, dann würde der dahin gehen. Und der dahin. Ups, den wollte ich natürlich. So.
So, so. Gut. Wie sieht das hier aus? 37 von 40, das passt doch. So, dann gucken wir mal, ob der jetzt von der Länge her reicht. Oder beziehungsweise das, nämlich das Gleis. Da war noch einer. Nee, reicht noch nicht. Setzen wir noch mal nach. Aus. So, der lädt ihn voll. Aha. So, und warum wird der nicht komplett leer? Ist das hier zu kurz? Oder woran liegt das? Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.